Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Sportfreunde Lotte gegen Rot-Weiß Essen. Die Lage ist klar, den Sportfreunden mit Trainer Boris hilft nur ein Sieg. Die Aussichten auf Platz 1 nicht mehr rosig, aber die kleine Chance wollen die Gastgeber nutzen. Das Ganze vor 1700 Zuschauern, die Sportfreunde in Blau, ohne Chapuzade, ohne Freiberger, aber mit dem ersten Versuch durch Sophien Schaid. Eine gute halbe Stunde gespielt, Ecke, Ludwig, Kopfball, Nauber, Gerrit Nauber bringt Lotte in Führung. Ein Kopfball, der von Benjamin Wingerter fast noch geklärt wird, dennoch die Führung für Lotte. Alles läuft nach Wunsch für Michael Boris, der ist seit seiner Kindheit übrigens RWE-Fan. Heute muss er die Rot-Weißen schlagen, die nächste Gelegenheit für Lose, zur Pause 1-0 für Lotte. Marc Fascher, der Rot-Weiß-Trainer, dreimal hat er mit den Essenern hintereinander gewonnen. Für die zweite Hälfte erwartet er mehr von seiner Mannschaft und die bringt auch mehr. Gleich diese Flanke von Dombrovka und Marcel Platzek ist zur Stelle. 1-1, 46. Minute, der 16. Saisontreffer des Essener Top-Torjägers. Jetzt läuft's also nach Wunsch für Essen. Lotte verunsichert, dennoch mit dieser Möglichkeit wieder für Lose. Und dann springen wir in die Schlussphase. Rot-Weiß mit Marcel Platzek. Der versucht's mal aus der Entfernung. Die Partie insgesamt keineswegs hochklassig. Lotte mangelt es an spielerischen Mitteln, an Durchschlagskraft, an Kreativität. Aber dann die 90. Minute. Der Ball von Ernst zu Gataric und Dalibor Gataric verpasst haarscharf das 2-1. Es läuft die Nachspielzeit. Die nächste Riesengelegenheit. Diesmal Grieneisen. Diesmal Alexander Ludwig. Aber Philipp Kunz rettet klasse. Das Signal vom Autobahnkreuz sollte eigentlich heißen, Lotte lässt nicht locker. Stattdessen heißt es, Lotte lässt wieder die Punkte liegen. Ich denke, wir haben alles gegeben. Man hat gesehen, dass wir uns zerrissen haben, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind. Ja, und zum Schluss halt dann noch Pech. Ja, ich war ja vorher schon kein Träumer, aber jetzt wiederhole ich das nochmal. Ich werde noch keine Glückwünsche aussenden. Die spielen morgen noch und im Fußball, Floskel, 5 Euro in euer Phrasenschwein, ist alles möglich. Aber unterm Strich gehe ich mal von aus, dass sie auch noch ein Spiel mehr in der Hand haben, dass die Fortuna das machen wird. Die haben jetzt die bessere Ausgangsposition, vor allem, weil wir heute ja wieder nur ein Unentschieden gespielt haben. Die können morgen befreit aufspielen, ohne Druck, was wir eigentlich machen wollten, dass wir einen Sieg haben, damit die sehen, wir sind doch noch da, wir geben uns nicht auf. Aber ja, leider hat es heute nicht geklappt. Derbyzeit in Köln-Höhenberg. Was für ein Timing. Ausgerechnet ein Sieg beim Rivalen Viktoria kann der Fortuna vorzeitig die Meisterschaft mit der Teilnahme an den Aufstiegsspielen bescheren. Knapp 3500 Zuschauer, einer davon Fortunas ehemaliger Nationaltorwart Wolfgang Farian. Das brisante Hinspiel hat die Fortuna 4-2 gewonnen. Er hier, Ercan Aydogmus, zweifacher Torschütze. Die Revanche im Pokal gewann dann die Viktoria 1-0. Beide nicht in Bestbesetzung, aber was heißt das schon in einem Derby? Die Fortuna in Weiß mit dem besseren Start, hier mit Sievers. Und in der Mitte ist es Aydogmus, der verfehlt knapp. Da hockt er dann neben dem Kollegen Daniel Flottmann. Der Abwehrchef der Fortuna verletzt sich am Knie und muss ersetzt werden. Trainer Koschinat schickt Pazurek aufs Feld. Flottmann ja ein Schlüsselspieler, sein Ausfall schmerzt und die Viktoria nun besser im Spiel mit der besten Chance der ersten Hälfte für Lukas Nordbeck. Der scheitert aber an Torwart Poggenborg im Fortuna-Kasten. Zur Pause 0-0. Uwe Koschinat bespricht die Lage mit Christopher Andersen, einem weiteren seiner Führungsspieler. Die Partie nicht auf einem Superniveau, aber natürlich kampfbetont. Und er hier marschiert vorweg, Christopher Andersen. Der bringt Schlösser zu Fall und verletzt sich dabei selbst. Und zwar am Kiefer, da sehen wir es. Der Kollege Schlösser zeigt es an. Auch Andersen muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Frederik Brill und da liegt schon der nächste Fortune, André Poggenborg, der Keeper. Passiert ist es in dieser Szene, Poggenborg rasselt mit dem Kollegen Oliver Laux zusammen, auch er muss runter.
Doch manchmal geht's ja blitzschnell im Fußball. Die Fortuna gerade im Pech und plötzlich im Glück. Freistoß Tobias Steffen, Kopfball Daniel Reiche. Daniel Reiche, der Viktorianer, trifft ins eigene Netz. 1:0 für Fortuna, gespielt eine gute Stunde. Der Tabellenführer auf Titelkurs, aber die Viktoria will ihm weiterhin in die Suppe spucken. Trainer Wollitz holt Pagano vom Platz und bringt Stegmann, einen anderen Stürmer. Der vergibt kurz darauf eine gute Möglichkeit, aber es gibt ja noch weitere Angreifer, zum Beispiel Gaetano Manno, der in der Schlussphase ein Aktivposten bei der Viktoria. Hier verzieht er, doch der Ausgleich liegt in der Luft und er wäre verdient. Dann ein Eckball, ein Kopfball von Reiche, gute Parade des eingewechselten Alexander Monat. Wenn es so bleibt, gibt es heute Abend Kölsch statt Mineralwasser, aber es bleibt nicht so. Kurze Zeit nur noch zu spielen, wunderlich zu Manno, der in den Strafraum und da, Handspiel oder nicht, eine umstrittene Aktion, der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Frederik Brill soll den Ball mit dem Arm gespielt haben. Mike Wunderlich, Viktorias Kapitän, nutzt die Chance zum 1:1. Nix da mit der Titelfeier der Fortuna in Höhenberg. Sie wurde vertagt. Ja, schade. Ich meine, wir haben im Grunde schon eine Hand in jedem Fall an der Meisterschaft gehabt. Hat nicht viel gefehlt. Auf der anderen Seite muss man logischerweise ganz klar auch eingestehen, dass das Unentschieden ja in jedem Fall verdient ist für Viktoria Köln. Natürlich hätte die Dramaturgie dieser Saison sehr, sehr gut dazu gepasst, dann ausgerechnet hier zumindest die Meisterschaft klar zu machen. Das wäre eine tolle Geschichte gewesen. Wenn man die ganze Saison bis hierhin betrachtet, ist das verdient, dass sie da stehen. Wenn wir hätte ansehen müssen, wenn Fortuna hier die Meisterschaft feiert, das wäre für den ganzen Verein, für die ganzen Fans überhaupt nicht gut gewesen. Und ich denke mal, das war ganz wichtig für uns, dass wir noch das 1:1 gemacht haben, auch im Hinsicht auf Mittwoch, weil wir Mittwoch ein wichtiges Pokalspiel haben. Ich denke mal, es gibt uns auch noch Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Also ich persönlich bin mit diesem Unentschieden mehr als zufrieden. Ich kann damit leben. Und nächste Woche Samstag haben wir unser Heimspiel zu Hause im Südstadion, der Fortuna Arena. Und dann hoffe ich, dass dann alles gut wird. Was mir mehr Sorgen macht, sind die Verletzungen unserer Spieler. Ich hoffe, dass wir da gut über die Runden kommen. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn.